Zunächst einmal Wünsche zum neuen Jahr von einem gewissen Peter Rossiger, einem Lehrerkollegen von mir quasi. Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre was. Statt so viel Unrast, ein bisschen mehr Ruhe. Statt immer nur ich, ein bisschen mehr du. Statt Angst und Hemmung, ein bisschen mehr Mut und Kraft zum Handeln. Das wäre gut. In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht. Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht. Und viel mehr Blumen, solange es geht. Nicht erst an Gräbern, da blühen sie zu spät. Ziel sei der Friede des Herzens, Besseres weiß ich nicht. Und dann von Wilhelm Busch zu Neujahr. Will das Glück nach seinem Sinn dir was Gutes schenken, sage Dank und nimm es hin, ohne viel zu bedenken. Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen Dingen, das, worum du dich bemühst, möge dir gelingen. So, jetzt wird es schon ein bisschen humoristischer. Zum Jahreswechsel von Heinrich Gart. Die Uhr schlug 12, Raketen flogen, der Jahreswechsel war vollzogen. Ein Gläschen Sekt, Prosit Neujahr, das Alte fort, das Neue da. Zeit, Vergangenes sein zu lassen, um neue Vorsätze zu fassen. Ich möchte, fiel mir löblich ein, in Zukunft Vegetarier sein. Ich dachte, das wird höchste Zeit, denn jedes Tierchen tut mir leid, das mir zur Freude und Genuss sein junges Leben lassen muss. Hab meinen Vorsatz schnöd verraten. Und schuld war nur der Sauerbraten. Mit Klößen Rotkohl wunderbar. Und das am 1. Januar. Da streiten sich die Ärzte rum, oft um den Wert des Pieks. Der eine heißt den anderen dumm, am End weiß keiner nix. Da ist der allerschlauste Mann, dem anderen viel zu dumm. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt beide um. Die Obrigkeit will mit Gewalt uns allen Vormund sein. Mit Tests und Masken wär man alt, da findet man sich schon drein. Man hinterfragt nicht, was sie sagen, das bringt mich leicht in Wut. Schön langsam platzt mir da der Kragen, denn uns geht's nimmer gut. Variante Omikron bestimmt jetzt unser Leben. Doch plötzlich tut es wiederum auch unsere Grippe geben. Unser Immunsystem dreht durch, ist 3 Jahre geschädigt worden. Deswegen sind jetzt alle krank, da kommt man gerne zu. Der Nachwuchs will nicht lesen mehr, spielt nur am Handy rum. Am Wortschatz mangelt es bald sehr, die Kids werden langsam dumm. Soziale Werte sind verböhnt bei unseren Kindern heut. Solang die Playstation noch tönt, da haben sie ihre Freude.
russischen Bären will die NATO sekieren. Drum tun sehr viel Sanktionen diktieren. Was dabei gut wirkt, ist bald jedem klar. Das Geld ist viel weniger wert, als es war. Die Wirtschaft kugelt am Boden herum. Es ist für viele schon viel zu dumm. Und hast ein Lokal, bist du am dran, weil die Leute nicht mehr, viel mehr sparen dann. In Krisenzeiten ist bald nix mehr, wie's gehört. So mancher wegen den Zuständen schon rehrt. Sie was Schönes leisten, das ist einmal gewesen. Stattdessen fressen unser Verdientes die Spesen. Da wird einem halt Angst und Bank. Die Welt steht auf keinen Fall mehr laut. Lang, 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 die Welt steht auf keinen Fall mehr laut. Der russische Kokser ist Man of the Year. Das kennt's mir glauben, dafür hab ich ein Gespür. Das ist gar kein Guter, denk nicht an sein Land. Nur die blöde EU hat's noch immer nicht gespannt. Füttert ihn bei jeder Gelegenheit mit Geld, das dann in Europa natürlich fährt. In der Ukraine verschwindet nicht wenig davon und kommt da was hin, soll ich nicht an. Statt in sein Land für Ordnung zum Sorgen, tut der Zelensky sie von alle was buhren. Vom Zurückzahlen reden, der wohlweislich nicht. Doch die EU ist zum Kapieren wieder mal viel zu blöd. Da wird einem halt Angst und Bank. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Beim Opernball, beim Buffet dicht an dicht. Eine Masken haben Promis dabei nicht vorm Gesicht. Aber in Wiener Öffis soll es dich verhöhnen. Gut kann sich dabei keiner mehr fühlen. Seit fast 3 Jahren fällt euch nichts anders ein. Die nächste Variante kann gefährlicher sein. Das lesen wir in der Zeitung jeden Tag, dass längst keiner mehr hören mag. Die Kinder in der Schule haben noch immer ein Gefred. Ohne Testen und Masken, da spült's es halt nicht. Nur weil's ein Direktor aus Angst halt so will. Die Eltern halten da viel zu lang still. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Geh was, ihr kennt den Booster noch nicht? Den Spritzenmann mit Deppengesicht? Gesteigert wird das Gefries ja nur von Regionalpolitikers Papulatur. Und rennt der Gespritzte durch die Stadt, kommt Zeit, dass er einen Auftrag hat, die Ungeimpften fest zum Sekieren, weil die Impfzentren sagisch stagnieren. Für Steuergelder hat der Ludwig dann zahlt, dass man die Zukunft ganz schön schwarz nur mehr malt. Die Regierung tut noch ihres dazu und kriegt von ihm Plakaten nicht genug. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang.